uns keiner. Kommen Sie auch aus Bochum? Nee, wir kommen aus Essen. Voteinander hier. Oh, meine Hand steckt fest. Und die Anni. Wir sind unterwegs an der Ruhr. Eine kleine Runde im Regen. Und zwar, wir machen heute den ultimativen Poncho-Test. Der Poncho des Grauens. Wir kennen ihn bereits aus der Regenrun von Chemnade. Und hier der Hochglanz, ultimative, super trocken, whatever, einer namenhaften Firma, die ich jetzt hier nicht nenne. Ich bin gespannt, trägt sich jedenfalls ganz wunderbar. Und sind jetzt auch schon auf einem kleinen, idyllischen Rundweg an der Ruhr. Wir kennen ihn alle. 5 Kilometer, keine Strecke, aber es regnet. Yeah. Kannst du noch? Du bist ja in Tarnfarbe. Ich bin voll in Tarnfarbe. Ja. Bist du noch trocken? Ich glaube schon. Ich schwitze auch noch. Ich schwitze auch nicht. Total gut. Mein Sichtfeld ist etwas eingeschränkt. Ich komme mir vor wie bei Handmaid's Tale. Gesegnet sei die Frucht. Mildred. Heißt sie so? Nein. Gesegnet sei die Frucht jedenfalls. Deathred. So hieß sie. Der hier braucht keinen Regenschutz. Warte mal. Oh, die Haare sind auch zu viel. Oh, die Haare gehen mir auf den Sack. Siehst du? Das ist echt der Nachteil an so einem Schirm, ne? Bist am Rumfummeln. Die Haare. Ich hätte keinen Kapuzenpulli an. Es geht nicht ohne Berg, aber hier sieht man auf jeden Fall sehr schön, ne, wie die Ruhr hier oben entlang läuft und da hinten, da liegt das Bett tiefer, denn da ist die Kanurutsche. Das sieht wirklich echt imposant aus, als wenn jemand das Wasser da vorne abgeschnitten hat. Wahnsinn. Kenne ich eigentlich nur von Dr. Snuggles, die Folge. Wo, vielleicht kennt er das auch, Dr. Snuggles, da sind Außerirdische gekommen und haben das Wasser geklaut. Und zwar in Blöcken haben die das hochgehoben. Und so sieht das hier auch aus. Und so waren nämlich im Meer immer Löcher. Ne? Dr. Snuggles, muss man kennen. Zeche wohlverwahrt.
doch warm, ne? Jo, Halbzeit der Strecke. Es fisselt nur ein bisschen. Da hinten ist der, kann man sehen, da, der Holtheier Hafen mit dem bezaubernden kunterbunten Strommast. Und da ist schon wieder, es regnet ja, Linse ist nass. Ne? Ja, und da hinten ist das, was ist das, Wichteltal, da gibt es noch ein Tiergehege. Und weiter oben ist eine wunderschöne Kapelle in Überruhr. Kann man wirklich mal abschalten und mal in sich gehen. Boah, da hängt die Hand von jemandem. Bloß ein Handschuh, ey. Ich dachte schon. Da sind wir auch schon wieder auf der gegenüberliegenden Ruhrseite. Und wir sind durchgeschwommen. Wir haben gar nicht die Brücke genommen. Ja, und da sind wir gerade dran vorbeigelaufen. Das ist das Bauwagenhotel, man kennt es. Schön umgesetzt. Die Essener Stadtteile. Finden Platz in einem Bauwagen, wo man übernachten kann. Habe ich bisher auch noch nicht geschafft. Aber ich würde ja voll gerne mal nicht in Horst schlafen. Nein, ich möchte in Rüttenscheid einziehen. Also, kann man wunderbar, denke ich, übernachten in allerfeinster Ruhelage. Ach hey, ich glaube, wir werden schon erwartet. Ja. Wir sind ja gleich vorbei. Wir sind ja gleich weg. Ja. Ja, tschüss. War gar nicht so schlimm, oder? Siehst du? Jetzt ist Ruhe. Ja, hier sieht man wieder die unterschiedlichen Stufen. Und da hinten kommen wir schon der Kanurutsche näher. Ich würde da ja nicht runter. Ich hätte die Buchse voll, auf jeden Fall. Ganz wunderbares, ja, fast Meeresrauschen, ne? Aber was ist schöner, was ist noch schöner als Meeresrauschen? Und zwar das von der Ruhr. Ja. Sucht sich ihren eigenen Weg. Da sind wir auch schon wieder am Ende unseres kleinen, wirklich kleinen Spaziergangs. Wir stehen hier oben auf der Eisenbahnbrücke immer wieder, das ist die Anni. Ein wunderbares, beliebtes, ja, voll Stress mit dem Poncho. Das ist der Poncho des Grauens übrigens. Ja. Also beliebtes Fotomotiv hier, die Eisenbahnbrücke. Und natürlich, wenn das Ding mit dem Virus nicht mehr da ist, ist das Eisenbahnmuseum auch immer einen ganz wunderbaren Tipp wert. Und weiter hinten ist auch noch die Pontonbrücke. Also, was soll man sagen? Poncho. Zusammengefasst meine ich, es gibt nicht die ideale Regenbekleidung. Es sei denn, man setzt irgendwie auf einen Zweiteiler. Ich glaube, das hat zumindest auch immer auf Borkum sehr, sehr gute Dienste geleistet. Wenn man sich bewegt hier, zu Fuß straff geht, dann meine ich, ist man von innen als auch von außen nass. Man schwitzt doch also echt nicht unerheblich unter diesen Dingern, ne? Jetzt hat man hier zumindest ein besseres Modell, wo man auch den Rucksack drunter mit verstecken kann. Trotzdem
ist das einfach echt. Es wird warm. Also man hat echt Kondenswasser. Trotzdem hält das mit Sicherheit eine gute Stunde oder anderthalb, vielleicht sogar noch länger Stand. Also, ich sag mal, für dieses Packmaß kann man das dabei haben. Im Sommer, gut, hast du wenigstens nicht nur einen Regenschutz, sondern auch noch als Tarp. Kannst du das als Dach nehmen. Also ich darf mich auf jeden Fall ganz herzlich wieder von euch verabschieden. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt. Ja, was heißt das denn? Potteinander unterwegs oder Potcheck? Frische Luft schnappen. Frische Luft schnappen. Ach, vergesst einfach da rausgehen nicht. Bleibt gesund, bis bald, euer Schrömi und die Anni vom Potteinander. Bis bald.